Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Salt and Sanctuary. Ja, beim letzten Mal haben wir erfahren, dass wir wohl oder übel wieder in die andere Richtung müssen. Autsch. Ich bin... ich glaube hier runter müssen wir. Ich bin offscreen zum anderen... Heiligtum gegangen. Ich wollte gerade Leuchtfeuer sagen, aber bin offscreen zum anderen Heiligtum gegangen und habe da jetzt gerastet. Village of the Smiles. Ah, stimmt, da war die Falle. Mist. Die haben mich jetzt das beim letzten Mal schon erwischt. Da sind die Hunde. Das ist teilweise schwierig zu sehen, was ein tatsächlicher Gegner ist und was zur Hintergrundkulisse gehört. Autsch. Der fiese Pisser hier. So, heilen wir uns nochmal. Zwei Heilungen sind schon weg. Die Fackel können wir auch wieder wegstecken. Hier war ja, glaube ich, ein schwarzer Ritter. Was ist das hier? Ach, so eine Flasche. Versuche gefangen, Rückzug. Der scheint... Also, ich nehme irgendwie... Es sah irgendwie zumindest wie irgendwie ein Ritter aus. Der scheint zumindest nicht zu respawnen. Soweit mal gut ist. So. Ihm geben wir auch. Dann hier die Fässer noch. Es hieß ja, wir müssen hier erstmal durch, ne? Beim Bankett. Und das ist da, wo wir, glaube ich, sind. Kann man irgendwie runter? Ich wollte eigentlich die Leiter nehmen. Du. Wer hat hier geschossen? Moment mal, war das von links? Ich sehe keinen Bogenschützen. Oh, da ist wieder irgend so ein Geist, Heini. Ich heile mich mal. Oh. Na komm. Autsch. Oh, schon wieder so eine Falle. Dang it. Hab mich. Autsch. Hab mich in eine Falle gelockt. Nimm das. Du fieses Geistdingens. So, wir haben leider keine Heilung mehr. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bald sterben. Jetzt die Frage, ob man die Fallen irgendwie entschärfen kann. Sind wir denn hier in Sens Festung? Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier tue, richtig... Ach, das ist wieder einer dieser fiesen Axtkämpfer. Oh, Bogenschütze. Oh, der lebt noch. Was? Was, du lebst noch? Der lag doch am Boden. Ugh. 177 Gold. Da kommen wir eigentlich auch auf keinen grünen Zweig mit dem Gold. Aber ich glaube, das ist momentan jetzt auch nicht so wichtig. Von dem her... ach, shit. Ich sehe nichts. Ich treffe nichts. Ich sehe nichts. Katastrophe. Oh mein Gott. Ah, lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich habe das Ding erwischt. Oh, da ist noch eins. Warten wir erstmal kurz, bis... das abgeklungen ist. Das Gift. Weil ich glaube, der Meter ist fast voll. Und wenn ich mich noch einmal erwischt hätte, wären wir wahrscheinlich tot gewesen. So. Jetzt nicht von der Falle treffen lassen. Okay. Also man kann das einigermaßen ausweichen. Scheiße. Teilweise mit dem Umdrehen hapert es noch so ein bisschen. Wir können auch hier erstmal weitergehen. In die Richtung. Oder? Nee. Das war weiter. Stimmt, das war weiter unten. Fackel brauchen wir momentan jetzt gerade nicht mehr.
Immer erst den Bogenschützen. Eine weitere Kartoffel habe ich. Ach, was ist das denn? Ich komme hier nicht durch. Boah, ihr Schweine, ey. Okay, der ist da schon mal runtergesprungen. Komm, komm hier hoch, weil ich glaube, wenn du auf der Treppe bist, dann treffe ich dich so nicht. Ja, es geht. So, der ist down. Die Axtkämpfer sind brandgefährlich. Okay, das hat irgendwie auch nicht funktioniert. So, dann gehen wir mal hier lang. Das sind ja nur ein paar Hunde. Oh, und der. Man sieht die Gegner echt schlecht. Gerade wenn einem noch die Sonne ins Gesicht scheint. Soll natürlich keine Ausrede sein, ist es aber. So, da oben kommen wir nicht hin. Warum nicht? Weil wir dafür da rein müssten. Ah, so geht das. Oh. Oh, da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. So, lass mich hier raus. Nehmen wir das hier mit. Rankenmaschen-Peltarion, was auch immer das ist. Pessmut, ein Fläschchen voll hochgiftigen Pessmut, einem Saft, der von Bäumen in der Kadani-Sümpfen geerntet wird. Beschichtet eure Waffe damit, um euren Angriffen Giftschaden zu verleihen. Okay. Was hatten wir? Was haben wir gefunden? Rankenmaschen-Peltarion. Ein Klasse 1 Schild. Okay, na, nichts. Nichts Wichtiges. Soll ich mich schon heilen? Oh, da ist ein Bogenschütze. Trifft er mich hier? Schieß. Na dann halt nicht. Selber schuld. Ein Bündel voll Salz. Ich habe halt keine Ahnung, wo ich genau hin muss. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber das werden wir schon hier herausfinden. Es gibt aktuell ja... Es gibt mehrere Wege. Oh. Okay, okay. Okay, das ist wieder irgendwas brandgefährliches. Da ist er wieder. Das ist wieder so ein Ritter-Typi? Okay. Jetzt fängt er an zu blocken. Kann man ihn parieren? Oh, scheiße. Nein, ich wollte nicht trinken. Autsch. Damn it. Man kommt nicht an den Gegnern vorbei. Das ist... Ach, das ist die Sache des anderen sich, sondern Salz. Naja. Egal, das ist nicht so schlimm. Wenn wir das Salz so ein bisschen verlieren. Ich komme überhaupt noch nicht klar mit dem Spiel. Es ist Wahnsinn. Es ist echt so ein bisschen wie so die ersten Schritte in Dark Souls, wo man halt einfach noch mit der Steuerung so richtig kämpft. Und halt... Ja, es ist ein... ziemliches Desaster. Ah, shit. Man sieht das Ding halt einfach auch nicht. Und wenn man es nicht sieht, kann man es auch nicht sinnvoll bekämpfen, ne? Das ist schon wieder so ein Ding. Hab ich dich. Oh yes. Oh yes. So, hier die Falle. Sehr gut. Ach, was mache ich denn? Naja, irgendwie werden wir das schon früher oder später hinkriegen. Und wahrscheinlich wird es erst später als früher sein. So, erstmal eine Heilung einpfeifen. Ein weiteres Ohr. So, dann die Hunde.
Ersten haben wir. Zweite müsste ja eigentlich nicht hier hochkommen können, oder? Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Oh, da ist auch nochmal so einer. Wo kommen die denn immer her? Wo ist der Hund hin? Wo ist der Hund hin? Da ist er. Und wo ist unser... Ach komm schon, ich war schon außer Reichweite. Das war unfair. Mist, ey. Ich komme hier... Ich kann nicht richtig kämpfen dagegen ihn. Weil die Hitbox ein bisschen komisch ist. Ah. Okay, ich glaube, das bringt so nichts. Wo ist eigentlich unser Salz? Wissen wir nicht. Kann ich hier runter? Ich kann hier runterfallen. Mit null Leben, also mit null Heilung na, weiterzugehen, ist irgendwie auch Quatsch. Machen wir einfach stattdessen den hier mal platt. Vereinter Metallring. Was macht der? Ein gezahnter Metallring erhöht die Ausdauer Traglast. Das ist schön. Gucken wir mal ganz kurz, was haben wir jetzt? 42,5. 47. Nice. Wie kommt man da drüben hin? Wissen wir nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Eine graue Perle. Das Inventar, die Items sind viel zu klein, man sieht es teilweise einfach nicht. Das ist irgendein Verbesserungsmaterial. Ein gewichtloser grauer Stein von unschätzbarem Wert. Ein lebloses Objekt, das dennoch eine kraftvolle Sehnsucht ausstrahlt. Das ist ein Schreibfehler. Also ob es nur Frieden finden kann, indem es die Erinnerungen der Lebenden stiehlt. Verwendet graue Perlen an einem Altar, um Fähigkeiten zu entfernen. Der Prozess bewirkt, dass aus der grauen Perle eine schwarze Perle wird. Oh, ach so. Ich verstehe, glaube ich. Und ein grausiger Kürbis. Oh, what? What? Was war das? Ich wollte mir den Kürbis durchlesen. Wir sterben viel zu oft. Oh mein Gott. So, können wir uns... Was ist der Kürbis? Ein Helm, oder? Klasse 1, leichte Rüstung. Das ist schwerer. Ist aber gut gegen das Magiezeug. Okay, behalten wir das einfach mal im Hinterkopf. Das ist momentan nicht so wichtig. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir hier wieder durchkommen. Gott, ey, wenn man... Man sieht die Fledermäuse halt einfach nicht so richtig. Na, diesmal lief gar nicht so schlecht. Da. Okay. Ist auch irgendwie jedes Mal eine Zitterpartie. Oh. Ich muss mich daran gewöhnen, dass die Gegner die Bildschirme durchqueren können. Das ist irgendwie etwas, was für mich nicht sehr intuitiv ist. Wie vieles anderes zwar auch, aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen besonders. Kann wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich gerade halt als letztes Blasphemous gespielt habe. Das hat mir Fallschaden gemacht. Wie komme ich hier aus diese wie kann ich die Leiter runterklettern? Das muss doch irgendwie gehen. Ach so, ja, jetzt weiß ich wie. Okay, gut. Was hat mir jetzt Schaden gemacht?
Ich weiß es nicht. Vielleicht war es der Typ da oben. Das könnte sein. Lass das. Will hier hoch. Wie man diesen... diesen... Schwungangriff machen kann, weiß ich auch nicht. Ist er tot? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie der Schwungangriff genau funktioniert. Autsch. Goddammit. Das ist eine selbstschießende Armbrust? So, dann gehe ich hier nochmal durch. Und diesmal passen wir auf. Da kommt irgendwas. Die fiesen Mistkerle, ey. Leute, was halten die denn aus? Oh. Oh, was machen die für ein Damage? What? Was war das? Man, es ist... Das größte Problem in dem Spiel ist aktuell, das wirklich zu sehen, was überhaupt passiert. Weil irgendwie ist... ist der Farbkontrast nicht sonderlich gut hier. Scheiße. Ah, die blöden Fledermäuse sind echt ätzende Gegner. Jetzt ist nicht unbedingt gebraucht, meinetwegen im Spiel. Haben so viele. Okay, anscheinend habe ich die erwischt. Warum muss die Falle immer wieder von neuem da sein? Mir auch unklar. So, wenigstens haben wir den direkt. So, du bist auch down. Die Axtkämpfer sind fies. So. Machen wir das mal so. Wenn hier runter. Was wäre das für dich? Es gibt auch bisher für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Checkpoints. Wobei, es kann natürlich auch einfach sein, dass ich viel zu schlecht bin. Und halt deswegen solche Mühe habe. So, ich möchte gerne mein Zeug haben hier. Da kommen sie. Heilen wir uns mal kurz voll. Was halten die denn aus? Meine Fresse! Oh. Okay, den einen haben wir. What? What? Was macht denn das für einen Schaden? Das ist ja brutal. Salzlose hat... Heißt der Gegner so? Meine Fresse, ey. Das ist bestimmt die Karte kommt ein Newbie Trap, aber ich will die zwei Typen jetzt töten. So, den haben wir. Zwei, glaube ich, noch. So, diesmal lief es einigermaßen gut. Kann man hier auch einfach drüber springen? Ah, es geht einigermaßen. Ach. Mistvieh. Ach komm schon. Zahn eines wilden Biests. Ist einfach irgendwie ein Upgrade-Material. Weiß noch nicht genau, wofür man die braucht. Okay.
Ich weiß immer noch nicht, wie man den Wirbelangriff gezielt einsetzt. Werden wir vielleicht auch nie erfahren, weil ich einfach zu doof bin. Anscheinend. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Das Spiel ist auf jeden Fall wesentlich schwieriger als Blasphemous. Zumindest aktuell. Vielleicht legt sich das dann mit der Zeit, wenn ich ein bisschen eingeübter bin, ey. Das ist eine selbstschießende Armbrust. Ich sehe, da habt ihr keinen Gegner gesehen. Wie wir hochkommen, weiß ich auch noch nicht. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich nicht gerade jetzt unbedingt rausfinden möchte. Den einen hatten wir ja eigentlich schon. So, da kommen sie. Na, geht doch. Okay, die kommen aber direkt wieder. Stehen die einfach wieder auf? Oder sind das zwei neue? Ach, scheiße. What? Nein! Boah, wie groß das Gebiet ist. Ach du Scheiße. Da sind wir uns das für immer verloren. Wo war denn das blöde Salz? Ah. Ich hab die doch getötet. Was war denn mit denen? Nee, irgendwas verstehe ich überhaupt noch nicht. Aber naja, wird schon. Dauert ein bisschen länger. Schnappt euch schon mal ein Snickers. Das ist einfach der lebende Beweis, dass sich Skills von 3D-Spielen nicht auf 2D-Spiele übertragen lassen. Ah, was? Ich hab dich doch zweimal erwischt. Zwei Treffer waren sonst tot. Gott, ich hasse die Dinge. Gut, das sage ich mir bei jedem Gegner, ne? Ach, diesmal haben wir wieder einen Wirbelwinderangriff gemacht. Und obwohl ich immer noch nicht weiß, wie das geht. So, dann hier runter. Direkt ein Double Kill. Er ist auch down. Pfeile. So, das Ding haben wir auch. Heilung. So, da hinten ist unser Salz. Nein. Oh, Mann. Okay, wir leben noch. Scheiße. Wir leben noch. Fuck, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Problem ist, wir kommen jetzt hier wieder raus. The Watching Woods, die wachenden Wälder. Ist jetzt hier Ruhe im Gelände? Ach du meine Güte. Stürzt alles wieder ein. Ich werde erstmal eine Fackel anzünden. Da ist wieder einer von euch. Ah, die scheinen irgendwie alles wieder aufzustehen. Ruhe. So, da ist unser Kollege. Was ist, wenn wir... Nein. Oh, er kann hier runter. Scheiße. Er kann ja bestimmt auch hoch. Okay, wir treffen gerade beide gar nichts. Ich mache fast keinen Schaden an dem, ne? Irgendwie 2 Damage. So, gehen wir hier wieder.
Ja, aber er scheint. Autsch. Heilung. Jetzt blockt er wieder. Ach Mist, ich wollte nicht hoch. Aber hier unten kann man zumindest besser kämpfen. Scheiße. Dorf des Lächelns. Da ist er wieder. Oh, wir haben ihn. Leiter des Verstands. Asche eines Bronzeritters. Hier oben Großschwert. Was hier? Kurayamoa. Okay. Ich bin völlig überfordert mit der ganzen Situation. Eine Bindung von extremen Fokus. Es erlaubt seinem Träger selbst über den Punkt normaler Erschöpfung heraus noch seine Zauberfähigkeit im Part und setzt die minimale Ausdauer auf ein Drittel der maximalen. Okay, das ist eher Zaubergedöns-Dings. Asche eines Bronzeritters sind das wohl. Der andere war ein durchtränkter Ritter. Es wird gemunkelt, dass Bronzeritter lediglich Gefäße einer von außen wirkenden Kraft sind. Ob das heißt, dass sie alle dieselben Gedanken teilen oder alle von einem einzigen unglaublich mächtigen Verstand kontrolliert werden, ist unklar und besteht nur aus Mythen und Vermutungen. Kann als Transmission und bla 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 bla. Warte, was andere? Wir hatten hier doch noch Kurayama, ein Zweihänder, der einst von den Clan der Dor-Insel geführt wurde, aber heutzutage wegen seiner Vielseitigkeit und einfachen Nutzung auf dem ganzen Kontinent populär ist. Sein schlichtes Design unterstreicht seine Funktionalität in einem bescheidenen Testament zu Tugenden Schlichtheit. Klasse 1 Großschwert, das macht sahmäßig viel Schaden, skaliert mit Stärke, alles klar. Wisst ihr was? Ich werde jetzt offscreen zurück zu unserem Heiligtum gehen, denn ich möchte eigentlich das Zeug nicht verlieren. Und es ist, wir haben viel zu wenig HP, um jetzt hier irgendwie noch was zu reißen. Ich hoffe einfach, dass der Typ nicht respawnt. Aber ansonsten ist es auch nicht so schlimm, denn wir können ihn einfach übergehen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Dann sehen wir, wie es hier weitergeht bei Assault and Sanctuary. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, habt eine gute Zeit, euer Northgate.